Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute ist es wieder soweit. Jawohl, ich darf heute wieder einen Physiker, einen Arzt, 42 Jahre ist er schon Arzt, wieder interviewen, nämlich niemand geringer als der Dr. Karl Probst aus Prolivien. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Probst. Vielen Dank für die Einladung, Herr Glock, sehr gerne, wie immer. Großartig, herzlichen Dank. Ja, Herr Probst, ich erinnere mich gut an die Dr. Probst-Methode. Die gibt's ja schon lange, Sie haben sie da auch über Bücher dokumentiert. Da geht's um Ernährung, da geht's um Entgiftung und da geht's um, der dritte Punkt fällt mir immer. Darm. Logisch, genau, den Darm. So, aber es gibt ja noch einen vierten Punkt und den habe ich eigentlich nie sauber dokumentiert belesen durch Sie, nämlich der vierte Punkt ist die Spiritualität. Ich persönlich sehe die Gesundheit sogar eigentlich am vierten Punkt aufgehängt. Das ist meiner Erachtens der wichtigste Punkt. Und ich möchte einfach mit Ihnen viel, viel mehr über dieses Thema reden, was alles andere ist als irgendwie Esoterik, sondern das ist reinste Wissenschaft, die eine wunderbare Verbindung hat zu unserer Gesundheit. Wann darf man ein Buch von Ihnen erwarten über dieses Thema? Ja, genau. Also ich habe ja immer wieder auch Artikel darüber verfasst, auch ein Buch. Das liegt allerdings jetzt schon über ein Jahr im Lektorat, ist also noch nicht veröffentlicht. Aber da kommt das alles nochmal in geballter Form dargestellt, ja. Diese ganzen Dinge. Aber wie Sie richtig sagen, leider ist die ganze Spiritualität weitgehend ausgeblendet. Und wenn Sie mal bei Tageslicht das angucken, dann sind die ganzen Therapieversager immer wieder aufgrund dieser geistig-seelischen Blockaden. Ja, oder im Grenzfall kann man das sogar sehr schön beobachten, wenn dann so die Patienten, also ich habe ja die Rohkost damals vor 30 Jahren nach Deutschland gebracht und mit meiner Klinik, die erste deutsche Rohkostklinik oder europaweite Rohkostklinik, kann man sagen. Und viele, die essen dann auch, ja, der Doktor hat ja gesagt, wir müssen da nun roh macht froh. Ich kann das zwar den Fraß nicht sehen, aber das ist so gesund. Okay, das ist natürlich nicht die richtige Einstellung, ja, muss man schon sagen. Und insofern ist tatsächlich eine sehr große Diskrepanz zwischen Schein und Sein zu beobachten. Mhm. Und das müssen wir eben durchschauen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, warum das bei den meisten Menschen schief läuft, das ist die mangelnde Unterweisung über die geistige Anatomie. Ja, in der Medizin, da sind die ersten 2 Jahre bis zum Vorphysikum, da studiert man nur die Anatomie und Physiologie, wie das alles überhaupt funktioniert. Und genauso sollten wir eigentlich auch unterrichtet werden, wie funktioniert denn das mit dem Menschsein? Wir können ja alle pannen. Es geht schief und irgendwie unsere Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Und ich habe da als Schüler mit 16, 18 Jahren, da war ich in den Sommerferien immer bei der Firma Siemens. Mein Vater war bei Siemens in Heidenheim, leitender Mitarbeiter. Und da war ich Werkstudent, so nannte sich das. Und das war also unheimlich spannend. Ich war da bei einem Chemiker, Doktor der Naturwissenschaften. War ich da immer 4 oder 6 Wochen in den Sommerferien. Da habe ich unheimlich viel gelernt. Der war wirklich so kreativ. Also nicht nur intelligent, sondern kreativ. Das war richtig schön. Er war ein komischer Heini, ja. Der hat ja so eine Frau auch gehabt, die war auch ein bisschen komisch. Die beiden Töchter, die waren in meinem Alter, die waren auch komisch. Damals habe ich das noch nicht begriffen, dass das eigentlich das Wahre wäre, ja. Aha. Ich habe die gar nicht angeguckt, obwohl die waren hochintelligent, auch die Töchter. Mhm. Aber der Mann, der konnte da nicht befördert werden. Es gab da noch einen anderen, bei dem war ich auch mal gewesen, ein Physiker, auch Doktor der Naturwissenschaften. Und der wurde dann diesem Chemiker als Vorgesetzter hingestellt, obwohl der Chemiker, der war wesentlich kreativer. Und ich war dann einmal bei denen und dann gab es da eine wüste Auseinandersetzung mit den beiden. Das war also unangenehm. Aber egal. Der hat mit dem Schicksal gehadert. Also dieser Chemiker, der war kreativ, aber eben so ein zerstreuter Professor. Da ist also im Winter mal Folgendes passiert. Da ging er, der hatte eine lange Unterhose. Damals waren ja die Unterhosen noch weiß. Ja, lange weiße Unterhose. Eine Hose hat er ja vergessen rüberzuziehen. Die Frau hat das auch nicht gesehen. Und dann ging er mitten im Winter da mit der langen Unterhose, kam er dann zu der Firma. Und natürlich, die ganze Firma hat gelacht. Ich habe damals auch gelacht, als ich das hörte. Aber da sieht man, wie dumm die Menschen sind. Also ein hochintelligenter Mensch, aber war halt eben sozial ein bisschen anders halt. Mhm. Naja, und dafür habe ich jetzt etwas mir überlegt, und zwar ein wunderschönes Gedicht von Werner Bergengrün. Der Titel von diesem Gedicht ist schon alleine sehr aufsehenerregend, nämlich Die himmlische Rechenkunst. Und da würde ich wirklich alle unsere Zuschauer bitten,
ganz sorgfältig, und wenn Sie es nicht auf Anhieb verstehen, dann spulen Sie zurück. Hören Sie sich dieses Gedicht immer wieder oder den ganzen Vortrag so lange an, bis es da oben im Oberstübchen helle wird. Also es geht los. Es sind drei Strophen, jeweils vier Zeilen. Wir machen jetzt Strophe für Strophe. Was dem Herzen sich verwehrte, lass es schwinden, unbewegt. Allenthalben das Entbehrte wird dir mystisch zugelegt. Also gigantisch. Was sagt er hier? Natürlich, in der Außenwelt, er ist nun nicht befördert worden. Das stimmt. Und er hat gehadert. Das ist natürlich ganz schlecht. Wir haben ja eben gehört, das psychische Element muss stimmen. Den hat das innerlich geärgert. Und warum? Weil er das, was im zweiten Teil dieser Strophe kommt, nicht verinnerlicht hat. Und wir bekommen ja auch keine Unterweisung. Also meine Eltern haben mir es nicht gesagt. Auch die Kirchen, ich weiß gar nicht, wozu wir noch Kirchen überhaupt brauchen. Die unterweisen ja auch die Menschen nicht mit solchen Sachen. Aber da ist im zweiten Teil dieser ersten Strophe der Schlüssel dargestellt. Allenthalben das Entbehrte wird dir mystisch zugelegt. Also in der Außenwelt haben sie da einen Mangel, das stimmt. Aber in der inneren Welt sind sie reicher geworden. Das ist genau das, was der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16 bis 18 sagt. Da sagt er, wir gehen durch Glipsis, also durch Trübsal, durch Druck. Also hier steht im griechischen Urtext das Wort Glipsis, der Druck. Chemischer Druck, wir werden hin und her gedrückt und geschüttelt und gerüttelt. Aber diese momentane, kurzfristige Trübsal erwirkt uns eine über alles anwachsende, ewige Herrlichkeit. Und dann in Vers 18, also 2. Korinther Kapitel 4, Vers 18, da kommt dann der Schlüssel, wie das funktioniert, was der Chemiker hätte machen sollen. Nämlich, es stimmt, da ist jetzt, ich habe hier einen Schiffbruch erlitten mit der Beförderung. Aber ich schaue nicht auf das Sichtbare, bin ich befördert worden oder nicht, sondern ich wende meine Sinne ab und schaue auf das Unsichtbare. Und dann entdecke ich, und das ist dann im Vers 18 genau beschrieben, denn solange wir auf das Sichtbare gucken, das ist vergänglich, werden wir es nicht schaffen. Wir müssen anfangen, uns umzuorientieren, und wir konzentrieren uns auf das Unsichtbare, auf das Ewige, denn das ist ewig und unvergänglich. Das wäre der Schlüssel, damit wir weiterkommen und wirklich in die Glückseligkeit hineinkommen. Und deswegen dichtet ja auch Onkel Silesius immer wieder, so, nicht solange ein Mensch sich freut auf zeitlich eher und gut, solange hat er zu ewigen Dingen keinen Mut. Sobald hingegen er wartet auf die ewigen Dinge, wird ihm das Zeitliche mehr und mehr geringer. Ja, also Sie merken schon diese Umstimmung, die da stattfindet auf einer intrapsychischen, auf einer innerlichen Ebene. Das wäre die Losung zur Erlösung. Also gut, zweite Strophe. Also auch gigantisch, ja. Also das ist auch schon der Titel ist ja eigentlich gigantisch. Und die ganzen Gedichte, also die ganzen Strophen auch. Also in der zweiten Strophe geht es los. Lieb doch Gott die leeren Hände. Und der Mangel wird gewinnen. Also Sie merken schon diesen Antagonismus. Leere Hände bedeutet, Gott wird dir die Hände füllen. Deswegen ja höchst verdächtig, wenn Sie das Evangelium angucken, also Matthäus Kapitel 5 bis 7, wird ja nach allgemeiner Ansicht, das ist das Zentrum der Heiligen Schrift, das ist die Bergpredigt. Und da geht es los, nicht in der antiken Tradition, sowohl das erste Wort wie auch das letzte Wort haben eine besondere Bedeutung. Was ist das erste Wort, was Jesus sagt in der Bergpredigt? Selig die Armen im Geiste. Also wenn sie nichts haben, dann sind wir gesegnet. Oder werdet wie die Kinder. Jesus, nicht diese Lobpreisungen. In jedem der Evangelien steht das. Ich preise dich, Vater im Himmel, dass du es von den Weisen und Weltklugen und den sonstigen Idioten, also Idioten ist ja ein böses Wort, hat er nicht gesagt, aber so ungefähr, verborgen hast. Und vor den Unmündigen. Nepheus steht hier. Die einfachen kleinen Kinder, die noch in die Hose machen. Ist unvorstellbar. Und denen hast du es offenbart. Ja? Und an anderer Stelle immer wieder. Werdet wie die Kinder, sonst werdet ihr es nicht schaffen. Ja? Und naja. Also, lieb doch Gott die leeren Hände. Und je leerer meine Hände sind, physikalisch gesprochen, umso mehr wird aus diesem Mangel ein Gewinn resultieren. Ja. Und deswegen, da kommen wir zu meinem Lieblingsthema, die Stille. Wir müssen Meditierer werden. Wir müssen anfangen, das Alleinsein zu suchen.
die Einsamkeit zu suchen. Das ist ein Riesenunterschied. Die meisten Leute kennen ja nur die Einsamkeit. Auch jetzt mit dem Covid, die sterben. Warum? Weil sie einsam sind. Im Gegenteil, das ist der Segen Gottes. Das ist auch der Vorteil des Älterwerdens. Wenn wir älter werden, die Kinder schreien nicht. Ich weiß noch, meine Ex, die war ja dauernd unterwegs, da sonst wo. Und dann musste ich die Kinder dann eben großziehen. Das habe ich gerne gemacht. Habe ich richtig gelitten, dass ich keine Brust habe. Dass ich die da ja, ich musste denen dieses blöde Fläschchen da geben mit irgendwelchen Milchen. Fürchterlich. Also, naja, egal. Dass wir wirklich, das war damals, war ich jünger und ich hatte schwer zu arbeiten in meiner Klinik damals. Und dann, die Kinder haben ja dann so die Eigenschaft, gerade in der Nacht, wenn man schlafen möchte, dann schreien die und jammern. Es gibt ja immer irgendwas, ja. Und dann habe ich auch öfter da gelegen, ganz verzweifelt. Mensch, morgen geht's wieder weiter. Es sind so viele Patienten da auch. Manchmal hatten wir bis zu 20 Leute, also stationär in der Klinik, war eine kleine. Und ich habe da ohne Assistenten gearbeitet. Also, das war manchmal richtig stressig. Und das ist der Segen des Älterwerdens. Du hast leere Hände, du hast keine Verantwortung mehr. Und dann kann man dieses Geheimnis der Heiligen Schrift entdecken. Der Mangel wird gewinnen. Also je mehr äußerlich ich schwinde, das ist ja auch das Geheimnis des Älterwerdens. Nicht? Also ich habe jetzt gerade wieder einen Patienten gehabt, als ich noch in Deutschland war. Das ist ein junger Mann, also sehr verliebt in seinen Körper, ja. Der muss dann immer Testosteron spritzen, hat dann solche Muskeln und so. Und der versteht nicht, er wird sowieso den Kampf verlieren gegen das Alter. Irgendwann ist er jetzt um die 50, ja. Hat ja Hermann Hesse hat doch das so schön gedichtet. Ein wunderschönes Gedicht, 1927. Hermann Hesse ist ja 1877 geboren. Also im Jahre 27 war er gerade 50 Jahre alt. Und da hat er ja dieses schöne Gedicht gedichtet. Wie war das nochmal? Von der Wiege bis zur Bahre sind es 50 Jahre, dann beginnt der Tod. Wir versauern, wir verbauern, wir verlottern, wir verbauern und zum Teufel gehen die Haare. Auch die Zähne gehen flöten und statt dass wir die jungen Mädchen mit den Zücken an uns drücken, lesen wir ein Buch von Goethe. Ja? Super. Und da geht's weiter. Wie war das noch heute? Die dritte Strophe, die ist dann hart, typisch Hermann Hesse. Wie hat er da geschrieben? Aber einmal noch, vorm Ende, will ich so ein Kind mir fangen. Küsse Mund, die Brust, die Wangen, zieh ihm Rock und Höslein aus. Danach dann in Gottes Namen soll der Tod mich holen. Amen. Super, super. Also ein bisschen leicht grenzwertig. Mhm. Aber was ich sagen will, eben, dass wir da hineinkommen in diese andere Welt, dass wir überhaupt leben. Ja, die meisten sind ja schon vor dem Tod. Die fragen ja gerade bei meinen Vorträgen, die ich früher gehalten habe, als ich noch ein evangelikaler Christ war, da kamen immer die Fragen, ja, und wie sieht's denn dann aus? Und das Geheimnis ist doch nicht, was passiert nach dem Tod, kann ich nichts dazu sagen, sondern das Geheimnis ist, was passiert vor dem Tod? Lebe ich überhaupt? Und die meisten, die fangen ja nicht mal an zu leben. Das war ja der böse Witz, den wir als Studenten immer hatten. Die Beamten, die sterben nicht, die werden nur umgebettet, ja. Und also da gibt's so viel zu sagen. Wir müssen wirklich da hineinkommen. Lieb doch Gott die leeren Hände und daraus, aus diesem Mangel, entsteht der Gewinn. Und dann kommt der zweite Teil von der zweiten Strophe. Immer da enthüllt das Ende einen strahlenden Beginn. Das heißt, dieser Chemiker, jawohl, das Ende, ich habe keine Karriere mehr, ich bin halt der Bimbo hier bei der Firma Siemens. Aber das Ende enthüllt dann für seine innere Entwicklung einen strahlenden Beginn. Der hat lebenslang weitergelernt, sich weiterentwickelt, hat sehr viele Patente dann noch gehabt, später und so weiter. Also ich will nur sagen, wir müssen die Entscheidung treffen, jeden Augenblick neu. Wir müssen uns selber neu erfinden. Interessiert mich das Äußere oder interessiert mich die innere Welt? Und eben wie der Apostel Paulus sagt im Korintherbrief, das Äußere ist vergänglich, das Innere ist ewig. Und dann bekommen wir den Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Was Herr Jesus sagt eben, Johannes Kapitel 8, Vers 32, dass wir eben das ewige Leben an uns ziehen, und zwar mit aller Kraft. Ich bin jetzt so aufgeregt, jetzt fällt mir das gerade nicht ein. Also auch hier wieder mit diesem, wo er dann das sagt, der Angelus Silesius, wir müssen mit aller Kraft dieses Himmelreich an uns ziehen. Naja, finde ich das gar nicht. Ist auch egal.
Aber das war also die zweite Strophe. Und die dritte Strophe, das ist dann die Krönung von diesem Gedicht, wo er dann sagt, jeder Schmerz entlässt dich reicher. Das ist das, was dem Chemiker, der hat den Schmerz gespürt, aber nicht dann hinterher in der Entlastungsphase. Du wirst innerlich gereifter dadurch. Es gibt ja sehr schöne Kirchenlieder, zum Beispiel dieses eine, durch Leiden präbt der Meister in die Seelen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Wie er dieses Leibes Töpfer, will er auch des künftigen Schöpfer auf dem Weg der Leiden sein. Leiden macht das Wort verständlich, Leiden macht in allem gründlich, Leiden, wer ist deiner wert? Hier heißt man dich eine Bürde. Droben bist du eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Das ist das Geheimnis der Transmutation. Der Transformation, das ist eine gigantische Sache. Also wie gesagt, jeder Schmerz entlässt dich reicher und der Mangel wird Gewinn. Und aus unsichtbarem Speicher nährt dich das geheime Brot. Das geheime Brot, das eben im Johannesevangelium Kapitel 4, müssen Sie mal nachlesen, da ist doch die Begegnung Jesus mit dieser Samaritin am Brunnen. Und da hat er gesagt, gib mir zu trinken und so weiter. Und die Jünger waren gerade weg, die haben in der Stadt eingekauft für Jesus. Und dann kamen sie zurück, sehen sie, Jesus ist da mit der Frau. Und dann wiederholt Jesus noch einmal, er hat das zu der Frau gesagt und dann im selben Kapitel, paar Verse weiter, sagt das zu den Jüngern auch. Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Also wir müssen unbedingt auf den Grund, wie es eben Werner Heisenberg so schön sagte, wir müssen auf den Grund... Das lese ich doch schnell vor, dieses Zitat. Ja, lese es mal vor, wunderbar. Genau, ja. Von Werner Heisenberg, also eigentlich für mich einer der bekanntesten Physiker, der es je gegeben hat. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Ganz genau. Und dass wir also nach dem ersten Schluck nicht nur jetzt vielleicht in die Schule gehen und lernen, 2 mal 2 ist 4 und 4 mal 4 ist 16, sondern dass wir dann weiter trinken, ja, bis wir dann an dem Grund ankommen. Und das ist auch der Unterschied, wenn Sie heute mal so, was weiß ich, Atheisten angucken. Die sind beim ersten Stück stehen geblieben. Nein, wir müssen so lange weiter bohren und dann entfaltet sich etwas ganz Neues und ganz Ungeahntes und was auch diese Glückseligkeit gibt, die die Welt nicht geben kann. Also den Frieden und die Glückseligkeit. Ich möchte auch das Zitat von Max Planck. Also noch einmal. Jeder Schmerz entlässt sich reicher, aha, und der Mangel wird Gewinn. Das ist diese Transmutation. Und dann kommt der Abschluss, wo er dann sagt, aus nie gelehrtem Speicher nährt dich das geheime Brot. Das müssen wir entdecken, dass wir wegkommen nur von der äußeren, von der sichtbaren Realität, durchstoßen, dass wir die unsichtbaren Welten mehr und mehr entdecken. Und das geht nur in der Stille. Also wenn wir noch ein Handy haben, wenn wir noch da dauernd mit dem sogenannten Smartphone, eigentlich eher ein Dumbphone, uns voll rieseln lassen oder gar noch ein Fernseher und Video, dann kann man jetzt schon sagen, das klingt gut, gell? Prophetisch kann ich jetzt sprechen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du wirst es nicht schaffen. Ich habe auch hier noch das Zitat von Max Planck. Es gibt keine Materie, sondern nur Gewebe von Energien, dem durch intelligenten Geist Form gegeben wird. Weiß, wissen Sie, wenn ich das so lese, dann wird ja das ganze Weltbild auf den Kopf gestellt. Und das haben uns die begnadetsten Physiker der Zeit gesagt. Und ich habe das Gefühl, die Zeit ist seitdem stehen geblieben. Wir reden nicht mehr über dieses Thema. Ja, eigentlich bis jetzt. Genau. Jetzt kommt ja diese Psychoneuro-Ausrichtungen aus der Schulmedizin, die da durchaus jetzt die Brücke schlägt, möglicherweise. Ja, aber das ist ja genau der Trick, Herr Glock, das ist ja genau der Witz. Wir nähern uns dem Thema auf technokratischer Ebene. Es ist der Unterschied zwischen Schein und Sein. Natürlich kann ich das jetzt analysieren. Es gibt die Neuropsychoimmunologie und solche Sachen. Aber die Seele, das ist, glaube ich, Chagas, das war Nobelpreisträger, der hat das sehr schön gesagt. Das Leben ist das, was im Reagenzglas verschwindet. Oder wenn Sie an Woody Allen denken, Woody Allen hat das so schön gesagt, hat gesagt, Leben, das ist das, was hier passiert, während wir mit anderen Dingen beschäftigt sind.
Die Leute, das ist auch das, was ich ja immer sage, wo ich sehr viel Kritik schon gehört habe, leider, der Unterschied zwischen Mediziner und Arzt. Sie finden heute kaum noch Ärzte. Wir sind Techniker, wir sind Mediziner. Jawohl, ich bin Doktor sowieso und ich bin Facharzt für dies oder jenes. Aber wo bleibt die Seele? Wo bleibt das Wahre, das Echte, das Unendliche Unsichtbare, was sich uns gegenüber als gerne zuneigt, wenn wir nur mit der richtigen Einstellung kommen, nicht? Deswegen würde ich zum Beispiel jedem empfehlen, von Novalis dieses schöne Gedicht zu lernen. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn die Welt sich ins Leben und ins Leben wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder in Licht und Schatten, wenn dann Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Dass wir darüber, das müssen wir Tag und Nacht, im Psalm 1 steht das, die Amerikaner übersetzen, und das ist Nacha im hebräischen Urtext, die Amerikaner übersetzen das als meditieren, das ist aber zu kurz gegriffen, murmeln, wenn sie mal einem Juden zuschauen, ich war mal im Flughafen in Sao Paulo, da im Wartebereich, und da kamen zwei Juden, da mit ihrem Gebetskästchen haben sie da angebunden, hier am Oberarm und so, die murmeln dann. Und eigentlich, das ist das Wort. Wir müssen immer wieder Tag und Nacht über das Wort Gottes murmeln. Also Psalm 1 sagt das ganz klar. Wohl dem Mann, der Tag und Nacht über das Unendliche, Unsichtbare immer wieder murmelt. Das muss uns richtig durchtränken, wie ein Schwamm, der sich vollsaugt mit Köstlichkeiten. Ich glaube, die das wäre eigentlich so die Quintessenz von dem, was ich gesagt haben wollte heute zu unserem, ja. unserem kleinen Gespräch, was wir ja immer haben, was mich sehr übrigens erfreut immer. Ja. Also die Zeit gibt uns ja jetzt eigentlich alle die Zeit der Welt, wenn ich jetzt an Corona denke, wo wir eigentlich bis anhin unser Glück und unser Wirken im Schein nach außen gerichtet haben, haben wir jetzt eigentlich die Zeit, uns im Inneren zu beschäftigen. Also eigentlich eine gute Geschichte. Trotz Corona ist das eigentlich wieder mal ein guter Hinweis, wie wir jetzt die Zeit sinnvoll nutzen könnten. Ja, absolut. Phänomenal, was Sie da sagen. Genau, was Goethe da im Faust eben sagt. Ich bin der Geist, der stets das Böse will und das Gute schafft. Ja, so ist es hier mit Corona auch. Endlich fangen die Menschen an, ja, vielleicht mal innerlich zu werden. Ja, gerade die alten Leute, wenn die da im Altersheim eingesperrt sind und die Kinder können nicht kommen wegen, warum ist es nicht zu unterhalten, ob das richtig oder falsch ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber es ist so, ich bin jetzt hier allein und jetzt habe ich die Entscheidung. Fühle ich mich einsam? Oder fühle ich mich all ein, mit dem unendlichen Unsichtbaren ein? Und das müssen wir bei Tag und Nacht suchen. Und dann ist es ein Segen. Sogar eben dieses ganze Desaster, was wir momentan durchleben, kann dann zu einem unglückseligen, zu einem unendlichen Segen und zu einer Erleuchtung führen. Ja? Absolut. Ja, nochmals diese zwei Zitate von Heisenberg oder Planck. Mich beschäftigen diese zwei Zitate ja eigentlich auch, denn man müsste oder könnte ja über das eigentlich total philosophieren. Das, was die sagen, es gibt eigentlich keine Materie. Das glaubt mir ja kein Zuschauer. Aber das sagen die sogar, es gibt keine Materie, es gibt nur Gewebe von Energien durch intelligenten Geist in Form gebracht wird. Und dann sind wir wieder eigentlich genau da, wo unser Gespräch angefangen hat. Ich finde so tiefsinnig diese Worte. Absolut, ja. Na gut, also selbst die Physiker haben das ja entdeckt, nicht, wenn Sie heute das angucken, das sind Energiefelder, das ist eigentlich, das ist der Unterschied, bei der Temperatur können wir es ja sehr gut beobachten, nicht? Es gibt diese Molekularbewegung und je stärker die Molekularbewegung ist, die kinetische Energie der Molekülteilchen, die sich da dauernd bewegen, von der Luft zum Beispiel, und dann, weil wir unzählige, ist ja immer die logische Zahl 10 hoch 23 von diesen Atomen hier in einem Mol, also es kann ja niemand irgendwie alles ausrechnen, da haben wir bequemlichkeitshalber gesagt, wenn die Teilchen, wenn da die Luftmoleküle mit einer bestimmten Energie gegen das Glas klopfen, dann nennen wir das jetzt 20 Grad, 30 Grad, 100 Grad, das ist also praktisch eine Abkürzung, eine summarische Abkürzung für denselben Tatbestand.
Widerstand. Natürlich viel einfacher, dass ich Ihnen jetzt sage, Herr Glock, hier sind jetzt gerade 20 Grad oder wir haben momentan, es regnet ein bisschen, 26 Grad, ja. Da haben Sie gleich eine andere Vorstellung. Ich könnte ja auch sagen, also wenn ich mir die angucke, hier sind 10 hoch 48 Moleküle, die machen das und jedes, wenn Sie sagen, hat ja noch an. Also so ist es natürlich auch hier in diesem psychischen Ding. Und der Gradmesser ist der, wir müssen diesen Druck haben, diese Klipsis. Und die Klipsis, die führt dann zu einer Neuorganisation. Genauso wie die Raupen, wenn die haben ja auch irgendwann mal ein schlechtes Gewissen und sagen, also ich kann ja nicht nur alles hier immer fressen, fressen, fressen. Ich muss mal in mich gehen, ich muss Buße tun, ich muss mal anders werden. Und dann verpuppen sich doch die Raupen, gehen in einen tiefen Prozess der Meditation und dann kommt der Schmetterling raus, nicht? Und was man ja so schön sagt, der Schmetterling ist eben eine neue Welt. Die alte Welt ist vergangen, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder dieselben Gedanken mit unterschiedlichen Worten dargestellt. Und das war eigentlich so das, was ich heute in unserem Gespräch angebracht haben wollte, gerade mit diesem Werner Bergenröhl. Ich kann jeden nur ermuntern, lernen Sie das auswendig. Und wenn Sie mal in der Warteschlange stehen bei Aldi oder auf der Toilette versetzte Blähungen haben, denken Sie was Geistiges, da tun Sie was Gutes für sich und vor allem für das Spirituelle. Ja. Großartig. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Probst. Herzlichen Dank für diese weisen Worte im Empathie-Ranking, wo ich für mich so gemacht habe. Unter Ärzten sind Sie zu oberst. Ich bin mir überzeugt davon, dass Sie heilen können, nur alleine schon durch Ihre Empathie einen Menschen so ernst zu nehmen, als Mensch zu sehen und als Mensch zu behandeln. Das macht einen wahren Arzt aus. Danke vielmals. Danke, Herr Glock. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns beigewohnt haben durch diese Sendung hindurch. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass Sie sich angesprochen fühlen von diesen tiefsinnigen Worten, die wir von einem Dr. Karl Probst hören durften und dass wir darüber meditieren oder, wie er sagt, murmeln, um es richtig in uns einzuverleiben. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.